Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Reihenvorstellung für euch und zwar soll es heute um die Götterfunke-Reihe von Mara Wulf gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir machen das bei dieser Reihenvorstellung, wie ich das immer mache. Ich gehe kurz auf den Inhalt vom ersten Teil ein und erkläre euch, worum es in dieser Reihe im Großen und Ganzen geht. Dann sage ich euch meine Meinung zu dem ersten, zweiten und dritten Teil und dann kann ich ja nochmal so ein bisschen nichts Spoilerfreies machen zum zweiten und dritten Teil, was dann nur die Leute gucken sollten, die die Bücher auch gelesen haben. Aber ich denke, so machen wir das am besten, weil es ist irgendwie immer blöd, wenn man nichts zu den Büchern sagen kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Inhaltsangabe zum ersten Teil. Der erste Teil ist Götterfunke liebt mich nicht und in diesem Teil lernen wir Jazz kennen. Jazz ist ein ganz normales 17-jähriges Mädchen und sie hat jetzt quasi ihre letzten Sommerferien vor sich, denn sie wird in dem darauffolgenden Jahr ihren Schulabschluss machen. Und Jazz und ihre beste Freundin Robin haben sich für den Sommer in einem Camp eingeschrieben und dieses Camp ist etwas ganz, ganz Besonderes. Man kann dort verschiedene Kurse besuchen in Vorbereitung auf das letzte Schuljahr. Man kann dort ganz, ganz viele sportliche Aktivitäten machen und man kann dort natürlich auch ganz normale, coole Sachen machen, die man halt in so einem Sommercamp machen kann. Und Jazz fährt mit ihrer besten Freundin Robin dorthin und auf dem Weg ins Camp passiert etwas Merkwürdiges. Jazz schläft ein während der Autofahrt, also Robin fährt und Jazz ist nur Beifahrer und sie schläft ein. Und auf einmal passiert ein Autounfall und Jazz sieht, wie sie und Robin sterben. Dann hört sie merkwürdige Stimmen von Leuten, die sie nicht kennt und auf einmal erwacht sie im Auto wieder und Robin fährt und es ist, als wäre nichts passiert. Und Jazz denkt sich in dem Moment, okay, es war wirklich ein ganz, ganz bizarrer Traum. Aber es steckt natürlich noch viel, viel mehr da dahinter. Und im Camp angekommen, treffen Jazz und Robin gleich auf Caden, Apollo und Athene. Die drei sehen unglaublich gut aus und haben etwas ganz, ganz Besonderes an sich. Und ja, sofort beginnt zwischen den besten beiden Freundinnen so eine kleine Rivalität. Und beide haben ein Auge auf Caden geworfen, was seitens von Robin gar nicht so gut ist, denn sie hat eigentlich einen Freund, der Cameron heißt und ja, was dann in diesem Camp alles passiert, was mit Caden, Jazz und Robin passiert und was alles noch da dahinter steht, das ist, worum es im Groben im ersten Teil von Götterfunke geht. Was ich auch noch erzählen sollte, ist, dass es in diesem Buch auch noch um eine Wette geht zwischen Zeus und Prometheus. Denn Prometheus hat ja bekanntlicherweise die Menschen erschaffen und möchte nun ein Mensch werden. Das möchte er schon seit ganz, ganz vielen Jahrhunderten und Zeus gestattet es ihm alle 100 Jahre, in die Menschenwelt zu gehen und dort hat er drei Versuche, eine Frau zu finden, die sich nicht in ihn verliebt. Also Prometheus bekommt immer 60 Tage Zeit und in diesen 60 Tagen muss er eine Frau finden, die er umgarnt, die er verführt und diese Frau muss ihm standhalten. Ne? Diese Frau muss sagen, nein, ich will dich nicht. Dann hat er die Wette gewonnen. Und naja, natürlich sieht Prometheus unglaublich gut aus und jede Frau ist bisher seinen Verführungskünsten erlegen. Und es ist natürlich so, wie sollte es anders sein, dass die Wette von Prometheus und Zeus ausgerechnet in dem Jahr, in dem Sommercamp ausgetragen wird, wo Jazz und Robin sind. Und ja, was diese Wette denn alles noch für Auswirkungen hat, das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im ersten Teil richtig gut gefallen hat. Ich mochte das total. Ich fand den Verlauf der Geschichte richtig gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat und ich fand auch das Ende so richtig, richtig gut. Also ich fand, das Ende war wirklich gut gemacht und man hat das alles so verstehen können. Also aus Jazz-Sicht, ne? Jazz ist ja unsere Protagonistin in dieser Geschichte und man hat einfach diese Wandlung, was die Charaktere betrifft in diesem Buch, ne? Von den Gefühlen her, das war richtig gut gemacht. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, deswegen. Also ich kann nur sagen, die Handlung war top, die hat mir richtig gut gefallen. Ich muss aber dazu sagen, wir haben hier ein wirklich richtiges Jugendbuch, Jugendbuch à la Twilight. Es ist kitschig, es ist überzogen, es ist unrealistisch. Es sind Szenen in diesem Buch, wo man sich einfach nur denkt so, oh, why, warum tust du das? Ah, aber es gehört für mich zu diesem Buch da dazu und ich fand, es hat zu der Geschichte gepasst und ich fand es einfach richtig, richtig toll. Also das war für mich wirklich so ein richtig schönes, kitschiges, schmalziges Jugendbuch à la Twilight und sowas mag ich ja total gerne auch mal wieder mitlesen und ja, deswegen kann ich sagen, dass mir die Handlung richtig gut gefallen hat. Ich stelle das Buch mal ganz kurz weg, das wird etwas schwer. Huch, ich stelle es wieder hier hinter. Ja, zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass ich Jazz als Protagonistin sehr, sehr mochte. Ich bin voll mit ihr mitgegangen. Ich bin auch größtenteils immer ihrer Meinung gewesen. Ich konnte ihre Handlungen auch super verstehen. Ich konnte das nachvollziehen, was sie gemacht hat. Und gerade zum Ende hin, wo immer mehr ans Licht gekommen ist, fand ich das auch gut, wie sie damit umgegangen ist. Und ja, also
Ich kann nur sagen, Jazz als Protagonistin trägt die Geschichte super. Auch im zweiten und im dritten Teil kann man das super nachvollziehen und sie entwickelt sich auch ganz, ganz toll und ich mochte das einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Jazz ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin und auch die Nebencharaktere, die wir in diesen Büchern haben, wie Caden, Apollo, Athene, Zeus, Prometheus und die ganzen anderen Götter, die spielen alle ihre Rollen so super und man nimmt denen das alles ab und das ist so witzig gemacht teilweise, wie die Götter drauf sind, weil man das einfach nicht erwartet. Und also ich kann auch zu den Nebencharakteren nur sagen, dass die mir richtig gut gefallen haben und ich fand auch die Entwicklung, die einige Charaktere in diesem Buch gemacht haben, so wie Robin, wo die dann ihr wahres Gesicht so gezeigt haben, das fand ich richtig gut gemacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mag das total. Also ich kann nur sagen, die Charaktere fand ich super. Also die haben alle ihre Rollen gespielt, die kamen so rüber, wie sie rüberkommen sollten. Den einen Charakter, den hat man sofort lieben gelernt, den anderen Charakter, den hat man die ganze Zeit eigentlich nur für die Wand klatschen können und hat sich gedacht so, boah, du dumme Bitch, verpiss dich jetzt einfach. Also ich bin da auch voll mitgegangen mit den Charakteren. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns im ersten Teil in diesem Sommercamp. Und es ist vorne auch eine Karte vom Camp drin. Das fand ich mal mega cool. Dass man halt auch immer weiß, wo die gerade so rumhängen. Also das ist so eine ganz einfache Karte, wo halt alles Mögliche eingezeichnet ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich richtig, richtig cool. Und ja, die hat mir auch wirklich gut geholfen an manchen Stellen in dem Buch, wenn die irgendwo rumgesprungen sind, an der Kletterwand oder so. Da konnte man dann nochmal gucken, wo die jetzt sind. Und ja, das fand ich richtig gut. Also vom Setting kann ich nur sagen, dass mir dieses Sommercamp sehr, sehr gut gefallen hat. Das war halt wirklich so vom Feeling her beim Lesen auch wirklich so wie in so einem Teenie-Film, so ein richtig cooles Sommercamp. Also ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Ich konnte mir diese Blockhütten richtig gut vorstellen. Den See und diese Kletterwand und der Wald. Und also ich fand das einfach mega. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und was den Schreibstil von Mara Wolf betrifft, er war kitschig, er war schmalzig, er war überzogen, übertrieben, aber er war so lustig auch und so romantisch teilweise und so actiongeladen. Und also ich fand einfach, Mara Wolf hat hier eine richtig gute Mischung in das Buch gebracht und das macht für mich halt so ein gutes Jugendbuch auch aus, dass der Schreibstil halt so ein bisschen was von allem hat, ein bisschen Action, ein bisschen Romantik, er darf überzogen sein und ja, fand ich auch richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann nur sagen, tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, ein wahnsinnig toller Schreibstil. Ich habe alle drei Bücher an zwei Tagen gelesen jeweils. Also ich habe immer nachmittags gelesen, immer so 4 Stunden und habe 2x4 Stunden gelesen, so in etwa. Und das fand ich richtig gut. Also man fliegt da auch wirklich nur so durch die Seiten und diese Geschichte hat mich total gefesselt und also es hat einfach mega Spaß gemacht, diese Reihe zu lesen. Und ja, also wie gesagt, der erste Teil war ein richtig, richtig guter Auftakt für diese Reihe. Und was den zweiten Teil betrifft, man hat hinten im ersten Teil schon so das erste Kapitel vom zweiten drin, das habe ich natürlich damals schon gelesen, und habe mir so gedacht so, oh mein Gott. Weil am Ende vom ersten Teil ist alles richtig doof, also für unsere Protagonistin Jazz ist alles richtig, richtig doof. Und sie ist froh, dass sie aus diesem Sommercamp einfach rauskommt, dass sie mit den Göttern nichts mehr zu tun haben muss, dass sie cadenlos ist. Und ja, dann tauchen die auf einmal alle an ihrer Schule wieder auf im neuen Schuljahr. Und Jazz denkt, sie sieht's nicht richtig und hat natürlich dann gleich wieder die nächsten Probleme an der Backe. Und das war einfach so toll gemacht. Und ich konnte auch die Gefühle von Jazz in dem Buch so richtig, richtig gut verstehen. Und das fand ich einfach toll. Also was den zweiten Teil betrifft, kann ich schon sagen, dass die Handlung hier so ein bisschen schwächer war wie im ersten Teil. Der hat die mich nicht so 1000%ig überzeugen können, aber sie war trotzdem gut. Und sie war eine gute Vorbereitung auf das Finale, auf den dritten Teil. Es gab so 2, 3 Szenen in dem Buch, was ich nicht so 100%ig nachvollziehen konnte, was ich nicht so 100%ig verstanden habe. Aber ich kann nur sagen, dass im Großen und Ganzen, aber jetzt kommt hier gerade voll die Sonne raus, es tut mir leid. Also ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen im zweiten Teil auch wirklich gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich fand die Wendungen gut und ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und gerade das Ende war so, what? No, verdammt. Und ich habe dann echt auf den dritten Teil hingefiebert. Und ja, also Handlung vom zweiten Teil war gut. Die Charaktere waren auch wieder richtig gut. Die neuen Charaktere, die hier noch eingeführt worden sind, die wurden gut erklärt. Und man konnte die Hintergründe gut verstehen. Und das große Ganze, worum es in dieser Geschichte ja auch geht, ist ja auch so dieses Götterding, ne? Also wir haben ja hier diese griechischen Götter. Und ich glaube, ich spoilere euch nicht, wenn ich euch erzähle, dass im Verlauf der Geschichte es noch passiert, dass die Götter vom Olymp gestürzt werden sollen und dass ein neuer Herrscher dahin möchte. Und da muss Jazz den Göttern helfen, das zu verhindern. Also sie hat da wirklich schon noch eine große Aufgabe in der Geschichte. Und das fand ich toll. Das hat sich super im zweiten Teil herauskristallisiert und Jazz wurde immer wieder in unmögliche Situationen gebracht. Und
Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann nur sagen, der zweite Teil, tolle Handlung. Die Charaktere waren auch wieder super. Vom Setting her sind wir hier in Monterey Bay, also ja, der Heimatstadt von Jazz. Und auch da ist wieder eine Karte von einem Buch drin von der Stadt, was ich auch wieder richtig cool fand. Und ich fand, diese Stadt war wirklich schön beschrieben. Das ist so ein richtig schönes, kleines Küstenstädtchen. Und ich würde da auch gerne mal hinfahren. Ich würde mir diese Stadt auch mal angucken wollen. Also war wirklich toll gemacht. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was den Schreibstil von Marowolf betrifft, ist das gleiche wie im ersten Teil. Da kann ich auch nichts weiter zu sagen. Fand ich auch wieder richtig gut. Man fliegt so durch die Seite. Also was den Schreibstil im dritten Teil betrifft, ist es genau das gleiche. Super flüssig, super einfach auch zu lesen. Man bleibt nicht hängen, man stolpert nicht irgendwie. Man lernt immer noch ein bisschen was über die griechische Mythologie. Das finde ich cool. Also gerade wenn man jetzt in griechischer Mythologie nicht so bewandert ist, man kriegt hier vieles erklärt, was auch so die Sagen und die Legenden der Götter betrifft. Das hat mir auch gut gefallen. Und ja, vom Setting her befinden wir uns im dritten Teil auch wieder in Monterey Bay. Und ich finde das so lustig, was im dritten Teil mit den Göttern ist. Ich habe so gelacht, ne? Also gerade dieses ganze Ding mit den Göttern, wo die dann alle in dieser Stadt sind. Ich hab so gelacht, ne? Und ich fand auch die Charaktere, diese ganzen Götter, die im dritten Teil eingeführt worden sind, so Aphrodite und dann diese ganzen anderen Götter noch, ich hab so gelacht, ne? Gerade über Aphrodite habe ich so gelacht, denn Aphrodite ist ein Charakter, die ihren Job nicht kann und es war einfach so witzig gemacht. Und ich fand auch diese ganzen Redensarten schön, die Marowolf hier verwendet hat, so wie eine blinde Henne findet auch mal ein Korn. Und ich habe einfach echt richtig Spaß gehabt beim dritten Teil. Ich habe wirklich richtig, richtig viel gelacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Handlung betrifft im dritten Teil, muss ich sagen, dass das Ende für mich ein bisschen plötzlich kam. Also die Geschichte hat sich super aufgebaut, die Spannung hat sich super aufgebaut und dann war auf einmal schon das Ende da und dann war die Abhandlung ein bisschen abrupt. Also ich hätte mir hier, gerade was diesen großen Kampf am Ende betraf, hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht. Also ich fand das gut gemacht, das hat mir auch gut gefallen, aber ich hätte mir da einfach so ein bisschen mehr drumherum und ein bisschen mehr Ausschweifungen einfach noch gewünscht zu diesem großen Ganzen, denn daraufhin hat sich ja die ganze Geschichte aufgebaut, ne, zu diesem Final Battle am Ende und das war für mich dann einfach ein bisschen zu schnell und zu abrupt vorbei. Also da hätte ich mir gern das alles ein bisschen mehr gewünscht und ein bisschen ausführlicher, aber ansonsten bin ich mit dem Ende, was diese Reihe betrifft, auch absolut zufrieden. Ich bin damit absolut fein. Ich finde, Marowolf hat ein gutes Ende gefunden, einen guten Kompromiss, wie das alles ausgeht und ich fand es einfach richtig gut und ich mag diese Reihe total und ja, ich kann euch Götterfunke wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne so kitschige, schmalzige Jugendbücher à la Twilight lest, dann schaut euch Götterfunke auf jeden Fall an, ihr werdet eure Freude haben. Ich fand die Reihe richtig, richtig gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber ich, wie gesagt, mochte diese Reihe total. Ich liebe die Handlung, ich liebe die Charaktere. Ich fand im dritten Teil diese Intrigen, diese Wendungen, die dann nochmal ins Licht gekommen sind, das fand ich richtig gut und ja, mochte ich sehr. Also ich kann euch Götterfunke, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an. Und ich würde jetzt nochmal ganz kurz zu einem nicht spoilerfreien Teil kommen, wo ich nochmal so ein bisschen was zu den drei Büchern sage, was mir gefallen hat, was ich doof fand. Und ja, dass alle, die diese Reihe noch nicht gelesen haben, bitte jetzt abschalten. Es sei denn, ihr wollt gespoilert werden, dann bleibt dran. Und alle anderen, ihr bleibt jetzt einfach dran, wenn ihr die Bücher kennt. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal mit dem ersten Teil an und sage euch, was ich so cool fand und was ich richtig mies fand. Und ich würde auch mit dem Miesen gleich mal anfangen. Ich glaube, wir bleiben da gleich mal bei Robin. Ich glaube, Robin ist so ein Charakter, ne? Die Entwicklung, die die Alte in dem ersten Teil gemacht hat. Ich habe gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr verstehen, warum Jazz mit der Alten überhaupt noch befreundet ist. Ich meine, ich konnte es schon verstehen, ne? Ich meine, sie war immerhin ihre beste Freundin. Und durch diese ganze Caden-Sache hat die sich ja einfach mal so verändert und die ist so bitchig geworden und hat dann so ihr wahres Gesicht gezeigt. Ich habe einfach gedacht, Jazz, schieß die Alte jetzt auf den Mond. Verdammte Scheiße, du hast das nicht nötig, dir das von der Alten bieten zu lassen. Und Jazz hat sich das halt immer wieder gefallen lassen. Und ich habe verstanden, dass sie die Freundschaft zu Robin natürlich jetzt nicht einfach wegen dem Kerl so mir nichts, dir nichts über den Haufen schmeißen wollte. Das konnte ich schon nachvollziehen. Aber ich fand, Jazz hat sich im ersten Buch, was das betrifft, einfach zu viel von Robin gefallen lassen. Und ich fand die Alte einfach nur unmöglich. Ich konnte die nicht leiden. Dafür habe ich Apollo geliebt, ne? Also Apollo, ich liebe ihn. Ich fand Apollo so toll. Apollo ist ein so toller, liebenswerter, netter Charakter. Und ich bin auch froh, dass er am Ende sein Glück gefunden hat im dritten Teil und dass er da happy geworden ist. Und ja, auch Athene fand ich gut als Charakter. Die hat mir auch richtig gut gefallen und die mochte ich auch total. Und ja, Caden, was will man zu Caden Akaprow sagen?
Ich konnte Caden an manchen Stellen nicht verstehen, gerade im dritten Teil. Habe ich mir immer nur gedacht, warum bist du so ein arroganter Macho? Du liebst diese Frau, du willst mit der zusammen sein, du willst eigentlich alles tun, um Wiedergutmachung zu leisten und dann verhält er sich so machohaft und so, ah, ich habe gedacht, ich kann Jess verstehen, dass sie dir nicht will. Ich fand das auch so geil im dritten Teil, wo der in dem Krankenhaus lag und wie die ganze Weibe und Jess ihm die ganze Weibe auf den Hals gehetzt hat. Das fand ich richtig gut, habe ich mega gelacht. Dachte ich wirklich so, ja, das hast du verdient. Und was ich von ihm aber scheiße fand, dass er das so zugelassen hat, ne? Auch, dass Robin ihn die ganze Zeit betatscht. Ich habe gedacht, was soll der Mist? Alter, du redest hier die ganze Zeit davon, dass du Jess liebst und dass du mit ihr zusammen sein willst und dann lässt du dich von Robin betatschen. Was soll der Mist? Was zur Hölle? Ah! Ich weiß nicht, ob die Autorin das gemacht hat, damit man einfach diese Wut von Jess ein bisschen besser verstehen kann, damit sich das besser hält oder warum. Aber ich hätte das cooler gefunden, wenn Caden etwas eher einsichtiger geworden wäre Jess gegenüber. Also wenn er eher irgendwie reagiert hätte und agiert hätte und er gesagt hätte so, Mädels, ich will euch nicht. Ich möchte, dass ihr geht. Fasst mich nicht an und verpisst euch einfach. Und das hat er ja nie getan. Und das fand ich so blöd von dem, ne? Also da habe ich echt mich an den Kopf gefasst im dritten Teil und habe immer nur so gedacht, Idiot, 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 warum tust du das? Voll Idiot. Und dann flänzt du rum, wenn sie dich nicht mag. Ja, dann brauchst du dich doch auch nicht wundern, oder? Naja, also Caden ist so ein Charakter, ne? Über den könnte ich mich stundenlang aufregen. Aber er ist ja eigentlich auch ein guter, ne? Also bei Caden habe ich so ein bisschen so eine Hassliebe entwickelt. Also den mag ich einerseits total und auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, du bist einfach so ein Macho, das geht überhaupt gar nicht. Naja, aber ich fand das Ende vom zweiten Teil richtig gut, wo er dann menschlich war und sie dann noch beschützt hat und dann halt für sie quasi ja gestorben ist. Und diese Diskussion mit Hades im dritten Teil, ich habe so gelacht, ne, so von wegen, ja, na, was willst du denn mit dem, lass den doch hier und du willst den doch eigentlich gar nicht haben. Und ich fand das richtig gut und ich fand auch Jess richtig gut, dass sie sich da so für ihn eingesetzt hat. Und ich muss auch sagen, dass ich diese ganzen Götter wirklich lustig fand. Also gerade Aphrodite, das hohle Boot, also... ich wegen der gelacht habe, war super. Also ich fand es richtig gut. Also was die Charaktere betrifft, mochte ich die einfach alle total. Und ich muss so sagen, dass ich die Handlung gut fand, dass ich das mit Agrios, diesen Handlungsstrang, ne, dass er ja da der Obermacker werden will und Zeus stürzen will und dass er das ja natürlich auch ein Stück weit geschafft hat am Ende vom zweiten Teil, fand ich richtig, richtig gut. Und dass die Götter dann auch auf Jess Hilfe angewiesen waren, fand ich toll. Ich meine, ich fand es nicht cool, dass sie immer noch ihre überhebliche Art an sich hatten und so getan haben, als wären sie die Tollsten und die Besten. Aber mein Gott, wie Jess es immer gesagt hat, sie sind unsterblich, sie sind schon seit Jahrhunderten so und die werden sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich glaube, zum Ende hin sind sie ja schon einsichtiger geworden. Und ich glaube auch gerade diese ganzen Streitereien und Beziehungen bei den Göttern untereinander, ich glaube, das hat am Ende auch wirklich alles gefruchtet, dass die einfach mal mehr miteinander reden und sich nicht immer gleich die Fresse vollschlagen. Dank der lieben Jess. Und ja, ich finde Jess als Protagonistin dieser Reihe einfach toll. Ich fand es richtig gut und... mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich fand es auch cool, dass diese ganzen mythischen Wesen mit eingebaut worden sind, wie Skyllus oder wie heißt der denn? Der Höllenhund, meine Güte. Cerebus? Ich kann seinen Namen gerade nicht aussprechen, ist egal. Auf jeden Fall fand ich das cool, dass die alle so mit eingebaut worden sind und auch die Kinder von Gaia, wo die dann bei Jess in das Zimmer kamen und die da versucht haben auszuquetschen, wo dieser Stab ist. Das fand ich auch richtig toll. Und ich fand es auch so geil, wo Jess diesen Stab genommen hat und aus meinem Gebüsch gepfeffert hat. Alle Götter wollen diesen Stab und Jess schmeißt ihn aus meinem Gebüsch. Ich habe so gelacht, ich fand das so witzig. Ja, also ich fand es richtig cool. Ich fand auch die Verknüpfung zur griechischen Mythologie richtig toll. Ich bin ja ein großer Fan der griechischen Mythologie. Ich fand, das hat Mara Wolf super mit eingebunden. Und auch das mit dieser Wette fand ich richtig toll. Also ich fand die Wette natürlich ziemlich arschig, weil wirklich viele Frauen über die Jahrhunderte darunter gelitten haben. Naja gut, es ist halt so, irgendeiner leidet halt immer. Aber ich fand das alles ganz, ganz toll und ich mag die Reihe. Ja, und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen, sonst wird dieses Video wieder extrem lang. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und ich bitte euch wie immer, lasst ein bisschen Absatz, dass ihr in den Kommentaren nicht offensichtlich spoilert, das ist irgendwie immer blöd. Und ja, mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen, außer ich liebe die Reihe, ich finde die ganz, ganz toll. Ich finde, Mara Wolf hat ihr eine richtig coole Geschichte geschrieben für Jugendliche. Ja, ich mag sie einfach und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.